Dr. Dietmar Takt, Videokolumne Nummer 21, Jänner 2022. Arnold Schönberg, Begleitungsmusik zu einer Lichtspielszene, Opus 34. Jenes Orchesterstück, das als inszeniertes Vorspiel von Tobias Kratzer vor seine Inszenierung von Alexander von Zemlinskis Der Zwerg vorangestellt wurde. Das Stück ist 12-Ton-Musik durch und durch, ist aber zugleich hochexpressiv, gliedert sich in drei Abschnitte: drohende Gefahr, Angst, Katastrophe. Und ich möchte Ihnen vorstellen daraus die Takte 170 bis 177. Doch zunächst muss man sich die Reihe anschauen. Dem Ganzen liegt eine 12-Ton-Reihe zugrunde, die sich in zwei Hexakkorde gliedert. S, Ges, D, E, Cis, C, A, H, B, As, F, G. Und man sieht, dass mit einer Ausnahme die erste Hälfte der Reihe die untere Hälfte des 12-tonalen Totals abbildet. Also hier. Ausnahme ist das F, stattdessen das Ges bzw. Fis. Der zweite Teil der Reihe ist dann die zweite Hälfte. Ich gehe mal von oben runter. H, B, A, As, G, F statt des Fis. Ich bilde nochmal die Stelle vor, um die es nun geht. An dieser Stelle werden nun zwei Teile der Reihe auf höchst unterschiedliche Art verwendet. Die ersten fünf Töne bilden als Blechbläserakkord geschichtet eine Klangachse, die in dieser Pulsation, die sich allmählich verlangsamt, die dekrescendiert, die den Abschnitt durchzieht. Das ist dann so geschichtet, hier unten die kleine Terz in den Hörnern, Es, Ges, dazu kommen D und E in den Trompeten und das Cis, eine Oktave tiefer in der Posaune. Später kommt dann das C hinzu. Das C ist aber zugleich als sechster Ton der Reihe der Auftakt zu einer weit ausschwingenden Melodie, wo eben nachdem der erste Hälfte der Reihe quasi vertikal gesetzt wurde, als übereinander geschichteter Akkord, der steht, nun hier in der Linie, in der horizontalen, der Rest der Reihentöne erklingt und das als eine hochexpressive Melodie. Oder wie im Klangbeispiel. In diesem Klangmoment merkt man, wie aus der doch so nüchtern erscheinenden 12-Ton-Musik doch etwas höchst Ausdrucksstarkes gemacht werden kann. Und sollten Sie dazu noch weitere Fragen haben, schreiben Sie mir takt@deutscheoperberlin.de.